Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Age of Darkness. Age of Darkness ist am 22. November auf Steam erschienen für 17,99 € und ist Early Access. Genau, ihr habt es richtig, wieder mal Early Access, aber das ist ja auch typisch für die Testzone und wir wollen uns das auf jeden Fall mal ansehen. Das Spiel betitelt sich selber als Builder und Survival Game, wo man in dem mittelalterliche Zeit eine Stadt bauen kann, Gebäude bauen kann und das Ganze im Multiplayer. Ja, momentan gibt es doch kein Combat-System, es gibt nur ein Building-System, aber das macht nichts. Ansonsten plant der Entwickler noch mehr, wie Pferdereiten und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch auf der Steam-Seite selber durchlesen, der Link ist in der Beschreibung. So, ich gehe einfach mal statt Game. Bup. Ein sehr stimmungsvolles Bildschirmchen am Anfang. Hier unten seht ihr die Steam-Freundesliste sozusagen. Da kann man erstmal seine Kumpels, ich muss glaube ich nochmal drauf drücken, ne? Okay, es gibt kein Ladebild. Nur mit Steam-Freunde zusammenbauen, was glaube ich gar nicht so schlecht ist, ne? Wenn man überlegt, was in Survival-Games immer so abgeht. Aber obwohl die eigenen Steam-Freunde einen ja auch töten können, ne? So, ich habe schon lange auf Start Game gedrückt, aber ich glaube, es liegt daran, dass es noch kein Ladebildschirm gibt. Und guck gerade mal auf die Liste, was es da noch gibt. So, da sind wir. Wow. Ich mag diesen unschärfen Effekt nicht beim Drehen. Wir können nur im Main-Menü. Okay, wir halten das einfach mal so fest, ne? Was soll's. So, wir sind dieser bullige Mittelalter-Typ. Wahnsinn. Wir haben eine verdammt riesige Anzeige. Wir haben eine Temperatur und eine Body-Temperatur. Okay. Live, also Lebensanzeige. Stamina, wenn wir rennen. Okay. Er kann nicht wirklich schneller rennen. Oh, wie der läuft. Boah, kann er springen. Irgendwie kann man bestimmt rennen. Hat er eine Taschenlampe an oder was leuchtet da vor mir? So, und Wasser, Food. Und nochmal Lebensenergie. Interessant. So, ja. Sound, Sound, Sound. Cool. Ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Burg neben uns. Ich sehe Wasser. Und die Grafik sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Nur das Menü, okay, das wird sich wahrscheinlich noch überarbeiten. Und dass wir die Taschenlampe im Mittelalter anhaben, wird wahrscheinlich auch noch sich verändern. So, doch, das ist Rennen tatsächlich. Da ist ein Mikro minimal schneller. So. Ich gehe ins Wasser. Ich gehe schwimmen. Hui! Okay, das war das Wassergeräusch. Interessant. Gut, ja, Building. Ich gehe mal auf... Wow. Ich mach das weg. Das ist zu viel. Bin überflutet von Informationen. Nein, Quatsch. Tab. Kommen wir in den Building-Menü. Wir haben 1000 Holz, 1000 Stein. Ich weiß jetzt gar nicht. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Abreißen, ne? Das können wir uns einfach mal geben. Nicht? Foundations. Okay, vielleicht einen Doppelklick drauf machen. Ich mache das immer ganz gerne in der Testzone, dass ich Spiele selber erst einmal so anteste. Aber irgendwie muss das ja klappen, ne? Das wäre ja sonst blöd, wenn es gar nicht geht. Und wir sehen ja auch wirklich viele Items, ne? Boah. Ach, guck mal, hier ist F1 und so, das haben wir auch noch. Und du baust hier halt einfach, wenn du willst. Also da kommen immer noch mehr dazu. Wie gesagt, so Early Access ist ja normal. Und wir haben ja schon da was. Ich guck mal kurz. Da kommen wir auf F1. Können wir direkt erstmal ein Haus hinsetzen. Fupp. Ich habe eine Rolle gemacht. Ich kann nicht setzen. Okay, wir haben aber auf jeden Fall Essen, fehlt uns gleich. Also wenn ich jetzt drücke, F1, vielleicht nochmal F1. Nein, F1. Es ist ja grün, ja, erlaubt mir doch, das zu setzen. F ist setzen, alles klar. Yeah, ich habe ein Haus gebaut, sehr schön. Das Ganze soll mehr Game Mods bekommen und Maps, wie es gerade da steht. Da fällt gleich was rum bei mir. Und ja, mehr Spielmodus natürlich, wie zum Beispiel mehr, was heißt mehr, Combat hat. Defend Medieval Village for Bandits soll angeblich schon drin sein. Heißt also, verteidige das Dorf, aber ich kann ja nicht mal ein Schwert ziehen. Nicht, dass ich dann sehe. Und ja, wir haben schon ein Haus gebaut. Juhu! Inventar auf I. Ist leer. Equipment. Okay, ich habe ein Schwert am Gürtel, aber noch keins hier drin. Crafting. Noch keine Rezepte da. Und Intel, okay, das ist, ah, Open Inventory. Oh, die Worten ziehen sich gerade zu. E intact with world objects. X, you selected hotbar item. Open Options Menü, okay.
Soll ich mir auch mal angucken? Unequipped Weapon. Ach, krass. Welcher Knopf war das jetzt? I, ne? Nee. Boah, krass. Quit Game, nein, Gottes Willen. H. Schwing. Quit Game, Menü, nein, will ich doch gar nicht. Also, wir können sogar schon kämpfen. Wow. Das heißt, wir müssen Tiere töten. Ich will aber jetzt nicht, dass das da oben noch steht. Okay, das ist die EC-Taste, die macht das noch. Okay, ich habe jetzt aber keine Axt oder so. Das können wir bestimmt unten links, unten reinschmeißen. Wir haben scheinbar noch unendlich, nee, gar nicht, unendliche Ressourcen haben wir nicht. Aber das ganze Gebäude, was wir jetzt da gerade gesetzt haben, ach, das spiegelt nur mein Schild, ne? Das ist immer unsere Taschenlampe. Hat nur 10 Holz gekostet. Ich prügel mich mal mit dem Baum. Bringt natürlich nichts. So, dann gucken wir mal nach Items. Wow, ihr müsst ja erstmal einen Überblick bekommen. Ein Boot. Ich will ein Hausboot haben. Ich will einen Bagger haben. Da können wir wahrscheinlich mit Sachen abreißen. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Ne? Das ist auch das Einzige, was ich hier sehe. Also eine Axt oder sowas, um jetzt Holz zu farmen. Das wäre natürlich schade, wenn wir jetzt kein neues Holz farmen könnten. Ne? So, Boot F2. Also wir können den ganzen Hafen hinsetzen. Sehr interessant. Tutut. Ach nee, ist ja kein Zug. So, ich habe ein Boot gebaut. Ja, ansonsten sehe ich da noch nicht viel, muss ich zugeben. Wir haben eine Wasser- und eine Durstanzeige, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Essen finden kann. Berrybusch. Gerade noch gesagt. 10 Berries. Gebe mir alle. Wir müssen unbedingt... nein. Unbedingt. Boah, ist das so kompliziert. Weg. Einmal in den Dorf gehen oder in der Burg. Ich glaube, die ist natürlich schon ausgebaut. Wäre ein Blöd vom Entwickler, wenn er da jetzt nichts reingestellt hätte. Wo wir dann mal gucken können. Wenn ich jetzt das I gehe, habe ich die Dinger hier. Use. Ist wieder safe, oder? Man sieht nicht, wie viel man... Ach, man darf die nur alle 10 Sekunden mampfen. Was aber ziemlich hart ist. Okay, Food und Water geht dadurch wieder... Also Food geht hoch, Water glaube ich nicht. Water glaube ich nicht. So, es wird mir auch Musik. Am Anfang ist es mit Warmmusik. Oh, guck mal, da können wir schon reinhüpfen. Sehr sicher gebaut. Wirkt unglaublich düster, ne? Also schattenmäßig. Ist das sehr, sehr dunkel. Na, es gibt sehr, sehr viele Early Access-Spiele. Ne? Es ist halt sehr schwer heutzutage, sich als Entwickler dann noch zu behaupten. Und dann so eine frühe, super frühe Version rauszuhauen, ist das schon eben eher mutig, oder? Und, ne, die Burg ist natürlich... Oh, da ist eine ganze Ortschaft drin. Die will ich auf jeden Fall sehen. Also das Crafting oder das Bauen haben wir ja geschnallt. Ist ja mehr als verständlich. Kannst halt ganz kreativ... Oh, der Gewitter finde ich echt geil. Ganz, ganz kreativ sein. Und wirklich fett bauen. Später muss er natürlich aber auch Ressourcen dafür sammeln. Ne? Das scheint gar keinen Eingang zu haben. Ne? Was ja auch nicht so schlimm ist, dann baue ich mir halt irgendwas, um da hochzukommen. Arschdecken. Krieg ich hin. Also bis jetzt habe ich den Eingang der Ortschaft hier gesehen. Wir sind wahrscheinlich alle tot da drin und verhungert. Aber wollen wir mal gucken. Oder ich baue es einfach mit F3 ab. F3 geht gar nicht. Ich baue so viele Boote, bis ich oben bin. So. Also wir haben Büsche. Ich habe noch kein Tier. Ich dachte mal, die müssen Tiere haben oder irgendwas, damit man... Das ist ja nervig hier. Aber man könnte auch Transfer All machen, okay. So, Tick-Dumm. Und meine Frau macht Krach, warum auch immer. Und ja, ich habe keinen Eingang hier. Was, willst du mir was sagen? Sag's mir ruhig. Nach DM, okay. Okay, hier gibt's doch einen Eingang. Meine Frau fährt nach DM, wollte ich nur in dieser Testzone loswerden. Und stopft sich gerade Zigaretten, was sie bitte woanders machen würde. Das wäre nett. Weil das erlaubt ist. So, gut. Professionalität kennt bei mir keine Grenzen. Und Steffi, bitte mach das nicht hier. Hier haben wir Wasser. Okay. Oh, guck mal. Na ja, komm, wir drücken das ja auch. So, man kommt aber aus dem nicht mal. Ach, komm mal mit I. Boah, was war hier? Hilfe. Overdosed vom Menü. Help. Okay. So. Also gab Wasser gratis geschenkt. Und wir gucken uns auf jeden Fall mal die Ortschaft an. Da kann man ja sehen, wie kreativ man sein kann und wie geil man bauen kann. Ne, wir sehen alleine schon die sehr, sehr stattlichen Mauern.
ein Feuerchen. Na, und ist ja meine Map. Ich darf hier machen, was ich will. Ich darf sie vernichten. Es macht halt jetzt keinen Spaß, wenn man... Man kann bestimmt irgendwie Holz abbauen, aber wenn man so einfach bauen kann... Ich finde, das wäre jetzt zu simpel, wenn man jetzt mit 5 Freunden hier baut. Dann haben wir innerhalb von einer Stunde eine gigantische Burg gebaut wahrscheinlich. Könnte ich mir unterhaltsam kurz vorstellen, aber momentan natürlich noch nicht so interessant. Darf man das alles einfach nehmen? Weil die sind ja ein bisschen dunkler. F4. Ja, darf ich aber auch nehmen. Habe ich einfach eine Mauer in der Stadt gebaut. Ha! Okay, also man darf einfach alles bauen. So, mal gucken, wie viel Mühe sich der Entwickler gegeben hat. Sieht auf jeden Fall aus, als ob die Häuser einfach nur reingeklatscht wurden mit Bäumen. Wow. Das sieht ja schon fantastisch aus, ne? Oh, das ist ein Charakter. Das ist ein Bandit. Soll das denn das die Banditenverteidigung sein? Meine Stamina. Na. Okay, ganz klassisch. Boah, ist das hell, das Schild. Okay, wir haben das... Wir haben das Lager hier, das Dorf befreit vor bösen Banditen. Und gucken uns den Marktplatz mal an. Das sieht echt geil aus, ne? Jetzt kann man sich vorstellen, dass der mit Leben gefüllt wird, mit anderen Spielern und noch viel, viel, viel mehr Features. Dann wäre sowas ziemlich geil. Dass es vielleicht sogar 2 Ortschaften geben würde, zum Beispiel, die dann gegeneinander kämpfen würden. Aber wo nicht gleich alles kaputt werden machen muss oder so. Das, also man weiß nicht. Also ich habe da immer ganz viel Fantasie. Ich einfach durch. Boah, was ist das denn für eine Lichtreflexion? Die ist ja grausam. So, Türen gehen so auf. Ja, vor 5 Jahren hat er riesen Erfolg mit dem Spiel, wette ich mit euch. Aber mittlerweile sind wir ja so überflutet. So, Wetter gibt es natürlich auch. Ich komme aber nicht. Kann aber nicht springen, ich kann nur rollen. Und finde das hier schon hübsch. Da ist nochmal die Idee. Yeah. Ein wilder Kampf, hoffentlich fällt der jetzt um und bleibt nicht so komisch stehen. Schild. Sieht aber echt gut aus, ne? Autsch. Tu doch was. Haha. Er blockt. Hab keine Ausdauer. Oh, da geht ihr auch flöten von. Oh, tot. Ich ergebe mich. Weg ist er. Dann macht den Pumuckel. Wow. Magic Gras. War sehr, sehr detailliert, aber ne? Kannst überall reingehen, ist alles noch leer. Aber hier könnte man ja, ich sag, oh, das Haus will ich haben. Auch wenn der Regen hier sehr laut drin ist. Ich mache mir das hier drin gemütlich. Mit einem Weg. Nein, mit Gras. Was auch immer das ist. Also wir haben ja echt viel zur Auswahl. Eine Puppe. Ja, man kann sich dann nachts mit ihr kuscheln. Ich will ein Brot haben. Ein kleines Brot. Not Item. Okay. So ein Ding. Also wie viel? Und da wird immer mehr dazukommen. Das finde ich interessant. Ich hoffe, da gibt es eine ordentliche Patch-Note-Liste. Immer was neu dazu kommt. Sonst verliert man hier sehr schnell den Überblick. So, ich will... Ich habe F5 gedrückt. Ein Brot hier drin haben, aber ich kriege kein Brot. Ich habe ein Boot. Aber F5 ist ein kleines. Boah, was habe ich eigentlich mit Boote? Eigentlich bin ich nicht so der Boottyp. So, F6. Dann habe ich gar nichts mehr in der Hand. Okay. Schauen wir nochmal uns um so ein bisschen. Es gibt halt noch nicht so viel. Wir können gleich mal versuchen, ein kleines Häuschen zu bauen. Außerdem tut es ja geil. Also von der Optik her ist es echt toll. Hallo Sie? Haben Sie dieses Dorf übernommen? Aufhören zu blocken? Will ich doch töten. Au. Oh. Ich krieg halt wieder von alleine. So. Noch mehr Banditen. Ich lass mich mal töten. Wir gucken, wie meine Animation aussieht. In den Rücken! Au, au, au. Au. Oh, yeah.
Um. Oh, ich falle aber um. Komisch, warum könnt ihr dann nicht? Was wird geschehen mit uns? Wahrscheinlich hat er wirklich nichts gemacht, weil wie kann man bloß sterben? Okay. Ich bin noch da. In Form eines Geistes. Hui. Ich habe mich von meinem Körper gelöst. Und werde diese Seele besetzen. Darf ich nicht hin. Die Seele ist blockiert. Interessant. Meine Lebensenergie geht wieder hoch. Sehr gut. Vielleicht wache ich ja wieder auf. Okay. Mailmenü. Wir starten einfach nochmal eine neue Runde. Kaffee. Und bau mal wild drauf los. Es ist ja dann eher wie so ein Map-Editor momentan, weil man kann ja nichts machen. Doch wilde Kämpfe führen, die unglaublich dramatisch sind. Wir sind ja gestorben. Ich habe das schon gedrückt, oder? Nicht, dass ich umsonst warte. Und lese währenddessen meine Kommentare. Ist halt auch für 17,99 € arg teuer, ne? So. Ein wunderschöner Ort für eine Hütte. Okay. Dann gebe ich mir Foundations. Wir machen das ganz klassisch. Wände, Fenster. Aber hier so eine Asi-Bude will ich nicht bauen. Eine Tür. Woodframe. F1. Okay, wir können das so drehen mit uns. Sehr interessant. Das snappt von alleine. Wow. Problem ist, wie komme ich denn auf die Foundations drauf? So. Hä? Wo ist es hin? Ist weg. Da kann ich setzen hier. Doch, keine Ahnung. Autsch. Ja, man, so kommt man drauf. Selbst das funktioniert noch nicht so wirklich. Ist einfach weg. Ich drücke nochmal F1. F1, F1, F2. Ich verstehe das ganze System, aber da darf ich jetzt nicht mehr hinsetzen. Okay. Na, aber das klappt ja soweit schon. Bitte komm wieder. So. Und hier. Der Rest wird Fenster. Da muss ja sein. F3. F. Wie Fridolin. Zap. Zap. Kann bestimmt irgendwie springen, oder? Zap. Und F2 nochmal. Okay, komm. Kann mal Eckfenster. Wunderschön. Hier muss natürlich eine Tür rein. F5. Bauen, damit es mit wegen den Regen. F4. Zap. So, jetzt habe ich das Problem. Ich kann ja nicht springen. Ne? F6 ist. Also F1 war komisch. Wahrscheinlich, weil es hier so uneben ist, konnten wir da nicht bauen. Ist auch verständlich, in Ordnung. Hier wird es wieder gehen. Hier auch. Oder man sieht es nicht. Hier geht's nicht. Seht ihr? So, F6. Das ist ein bisschen komisch, ne, dass wir. Warte mal. Nicht mehr Menü, was war das? I. Into. Roll, roll. Block, attack. Jump. Was? Left Shift in Space? Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt mal suchen den Knopf. Hui. Ich schaff nicht reinzuspringen. Ich will doch dann meine Wohnung. Ich will doch keinen nassen Arsch kriegen. So Motorik, die noch nicht so funktionieren will. Warte mal, schnell weg. Okay, ist das eine Rampe? Oder I ist falsch. Tap. Was bist denn du? Ich weiß ja nicht, was du bist. Okay, eine Rampe. Lilly. Da fällt mir nur eine Möglichkeit ein, reinzukommen.
Fünf. Ja, hallo? Oh nein, es geht nur im Gebäude. Das ist ja nicht schlimm. F1. Schade, da ramponiere ich schon mein ganzes Haus. Und F5. Gibt es da überhaupt Regen? Ich höre den nicht gerade. Rotieren mit R. F. So. Also ein. Das geht aber mit dem. Ich bin nicht im Haus. Ich bin im Haus. So. Wow. Hüpf doch nicht so weit. Meine Wohnung. Mein Castle. So. Ein Dach. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Dach ist. Ich sag no. So. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die dürfste Stelle wahrscheinlich ausgewählt, die gibt. Ja, wir dürfen nämlich nicht so was setzen. Warum auch immer. Das kann man ja vorher nicht wissen, ne? Okay, stellen wir uns vor, wir hatten ein Dach. Aber wir leuchten einfach nur, damit wir wahrscheinlich eine Sichthilfe haben. Zapp. Und könnt uns jetzt hier einen Tisch reinkloppen. Einfach zum Relaxen. F5. Ist das ein Tisch? Oh, das ist aber schwer. Egal. Was soll das sein? Eine Gebetsbank oder sowas? Keine Ahnung. Also das sollte vielleicht noch ein bisschen besser dargestellt werden, was ist. Denn der Tisch, der war jetzt irgendwie kein Tisch. Das ist eine Foundation. Quatsch, ja doch, kann man so nennen, ne? Was auch immer das alles ist, ne? Unser Freund. Klaus steht hier. An dem können wir uns vergehen nachts. So. Und irgendwas mit Feuer wäre cool. Oder ein Baum. So Webstuhl oder sowas. Ne, das sind Marktstände. Irgendwas Brennendes. Kann ich brennende Sachen bauen? Das ist so ein Turm. Den will ich auch noch angucken gleich. Irgendwas Brennendes. Flaschen als Deko, die man wo hinstellen kann. Ein Brot. Nein, ist aber gut mit dem Brot. Möhren. Was bist du? Oh, Blümchen. Das ist unsere Blümchen-Ecke. Die zeigen wir dann den Frauen, wenn wir sie einladen. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? So. Aber was Brennendes? So für Lichtquelle? Nö. Nö. Gibt es nicht. Okay. Ich würde sagen, wir haben absolut genug gesehen. Ich will noch den Turm einmal bauen. Warum auch immer. Das Ganze, Entschuldigung, ist äußerst Early Access. Ja. Wie erwartet. Wow. Den hat er aus der Hosentasche gezogen. Also das ist sehr, sehr Early Access und ja, es wirkt eher wie ein Tech-Demo anstatt ein wirkliches Spiel. Nur weil ich da irgendwelche Banditen umhauen kann, ist es für mich noch nicht lange ein Spiel. Ja, hier darf ich nicht mal durch. Aber Early Access, wer weiß, was das bringt. Grafik ist ja in Ordnung. Schade, dass man da nicht rauf kann. Ein riesen Phallus-Symbol. So, ich habe versucht, ein Haus zu bauen, bin sogar gescheitert. Aber das ist wahrscheinlich nur mangelnde Disziplin in Schuld. Und sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge in der Testzone. Wer weiß, was da wieder Spannendes kommt. Bis dann.